Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Fishing Planet. Da sind wir wieder zurück, Freunde. Weihnachten überlebt. Ich hoffe, ihr auch. Und ich bin auch wieder zu Hause. Und Tage rumbekommen, ne? Jetzt Silvester vor der Tür, Freunde. Aber erstmal wollen wir mal bei Fishing Planet reingucken, denn die haben tatsächlich über die Feiertage was getan. Die ganzen Videos, die jetzt bis jetzt kamen, waren quasi noch von vor den Feiertagen. Die hatte ich alle im Voraus aufgenommen. Und jetzt paar Bugfixes auf jeden Fall, was, glaube ich, das Abfallen der Fische betrifft, was, glaube ich, die Fehlbisse beim Fiedern betrifft, was stand da noch drin, ich weiß es gar nicht mehr. Der Autostrike, also das Autoanschlagen, die Wahrscheinlichkeit wurde erhöht beim Fiedern. Also, mal gucken, wie es sich verhält. Ich habe heute keinen speziellen Zielfisch. Italien wurde auch ein bisschen was geändert, wurden ein paar mehr Startlocations hinzugefügt. Ich glaube, die hier oben sind beide neu. Wenn mich nicht alles täuscht, westlicher Tiber, Luftbrücke ist, glaube ich, auch neu. Genau, das war vorher hier, ne? Da sind, glaube ich, auch die Raffenschienen an der Brücke. Checkt man vielleicht mal im nächsten Video aus. Ich weiß gar nicht, ob der hier schon war, ehrlich gesagt. Oder war der hier noch nicht? Keine Ahnung. Welche davon... Ich glaube, Tiberfelsen war vorher schon. Keine Ahnung, müsst ihr nochmal ins andere Video reingucken, was es schon gab und was es nicht gab. Aber doch, den hier gab es schon an der Insel, da erinnere ich mich dran, dass ich da mal geangelt habe. Dann ist der hier, glaube ich, tatsächlich neu. Wir wollen mal wieder an unseren alten Spot, wo wir beim letzten Mal waren, wo wir beim letzten Mal gute Fische gefangen haben. Trophy Karpfen, Trophy Barbe. Wo uns aber auch viele tatsächlich abgefallen sind. Also da, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, um zu checken, ob man da jetzt mehr Erfolg hat. Beim Angeln, ob die Fische leichter hängen bleiben, ob die sich besser anschlagen lassen. Ob die nicht mehr abfallen und so weiter. Gucken wir mal. Das wäre natürlich ultra nice, weil das war halt echt sowas, was das Grundangeln ein bisschen kaputt gemacht hat. Aber wir hoffen mal, dass das jetzt besser ist, ne? Also, ich schwimme mir gerade die Zeit ein bisschen vor tatsächlich, weil Beißzeit beginnt später. Ne? Wir schwimmen auf 12 Uhr, dann habe ich Zeit genug erstmal. So. Zeit vorspulen und dann sehen wir da auch schon die Markierung quasi, die wir da haben. Mal eben hier unser gutes alte Gerät rausholen, unser Rodpod natürlich. So, das haben wir auch. Mal gucken, ob die Glöckchen gefixt sind, keine Ahnung. Das werden wir uns heute alles angucken, was inwiefern gefixt ist und am Start ist. Die Futterzeit ist auch verringert worden, tatsächlich, auf die Hälfte. Ich habe noch ein bisschen Futter vom letzten Mal, also können wir da erstmal mit angeln, würde ich sagen. Und dann hauen wir die Dings mal hier ins Wasser, ne? Die Routen. Mal gucken. Bin gespannt, ey. Ich bin gespannt, inwiefern sich das jetzt hier verhält. Inwiefern wir hier angeln können. 6,1 Meter, das ist auf jeden Fall die gute Stelle gewesen. So. Hauen wir das hier auch rein. Und man kann jetzt, glaube ich, auch das Futter befüllen und auch abbrechen mit der Escape-Taste. Das konnte man vorher auch nicht, da war es ja quasi gefangen, das hat halt ultra lang gedauert. Da haben wir natürlich auch ein paar Fische verloren gehabt, ne? Wenn wir uns an die Videos erinnern, haben wir da definitiv ein paar Fische eingebüßt, die wir sonst hätten halt landen können. Aber wir konnten halt das Futter befüllen auch nicht abbrechen. Aber was ist denn hier für eine Route? Oh, guck mal, da kommt schon der erste Biss tatsächlich. Er bimmelt auch. Oh, das sieht aber gut aus, du. Mal gucken, ob er auch dran ist. Oh ja. Okay, und er bimmelt. Also das ist jetzt genau der Fall, den wir letztes Mal hatten, wenn der Fisch abgefallen ist. Also hoffen wir, dass er diesmal nicht abfällt und einfach mal dran bleibt. Er scheint auch ein halbwegs guter zu sein. Ich bin gespannt, was jetzt passiert, Freunde. Jetzt ist der Moment der... Alter, das ist echt ein guter, ne? Das ist echt ein guter, ey. Ein Barb oder was? Was haben wir da? Ich halt immer nur so ein paar Meter ran. Oder halt ein Karpfen. Auf jeden Fall ein schöner Fisch, den wir da haben. Sieht aus wie... Uff, kann ich nicht erkennen. Kann ich nicht erkennen, Leute. Ja, so viel zum Thema gefixt. Ne? Gar nichts ist da nicht gefixt. Immer noch dasselbe Theater. Immer noch abgefallen. Ey. War ein schöner Fisch, aber hier auch drauf. Okay, hier bimmelt er nicht. Hier geht er zwar auch in eine Bremse, bimmelt aber nicht so. Mal gucken. Also das definitiv noch nicht gefixt mit dem Abfallen. Aber das steht doch da, ne?
fish gone, it should fix in most cases, but we're still working on lowering probability of gone chance with a live bait. Aber live bait habe ich ja gar nicht dran. Also so richtig scheint das doch nicht zu funzen hier. Mal gucken, ob wir den jetzt übrigens rauskriegen. Aber zumindest hat das beides mal gebimmelt, ne? So vom Anschlag her. Das ist eine Barbe, die wir da haben. Also die Barbe hier haben wir gecatcht. Sogar in Trophy-Größe. Also Trophäenbarbe hier direkt mal am Start behalten wir natürlich. Aber ja, also den ersten Fisch auf jeden Fall verloren. Futter füllt sich auf jeden Fall deutlich schneller auf, das stimmt. Auch nur noch bis zu dem Punkt, ne? Gar nicht mehr so voll, ne? Okay, aber das ist schon mal nice, dass sich das zumindest dann schneller erledigt. Mit dem Auffüllen. Und die Bisse haben wir auf jeden Fall angezeigt bekommen. Das ist auch schon mal gut. Mal gucken, ob es jetzt so bleibt. Also diese Autohak-Wahrscheinlichkeit ist da einfach, glaube ich, zum Tragen gekommen, dass die wirklich ein bisschen besser jetzt ist, weil die Fische da durchaus jetzt abgezogen sind und halt auch die Route zum Biegen gebracht haben, ne? Dass wir überhaupt da die Bisse erkennen können. Also das hat auf jeden Fall geklappt. Das Abfallen 50-50 bis jetzt. Mal gucken, inwiefern es sich jetzt hier weiter verhält. Wir könnten tatsächlich eine Route, die hier zum Beispiel, könnten wir eigentlich mit Livebait versuchen, weil das können wir auch beim nächsten Mal beim Zahnangeln machen, ne? Weil, ich meine, die schreiben ja da schon, dass die Probleme haben, warum sollen wir uns das jetzt antun? Aber ich werde das andere Video eben im Anschluss direkt aufnehmen, da kommt wieder der nächste Biss. Mal gucken, ob der auch sich selber hakt oder ob der... Weil bis jetzt bimmelt er nicht, ne? Ups. Doch, jetzt. Jetzt ist er dran. Also, noch ein bisschen warten. Also, man hat gefühlt deutlich länger Zeit, um anzuschlagen. Ich hau jetzt einfach mal an hier, ne? Okay. Bimmelt auch nicht. Gute Chancen, dass wir den rauskriegen. Also, das klappt schon mal gut von der... Alter, krieg ich die Spannung gar nicht gehalten. Was ist das denn für ein Fisch? Lol, was ist das? Der kleinste Fisch im Teich, oder was? Ein Karpfen. Ein Karpfen, sogar maßiger Karpfen. 1,6 Kilo und nicht mal ein untermaßiger. Ist da wahrscheinlich auch mich zugeschwommen oder so. Und da auch der Biss auf der normalen Mais, auf der 6er-Route. Ich lasse mir jetzt mal absichtlich ein bisschen Zeit hier mit auswerfen erstmal. Guck auch da. Zack. Biss wird markiert. Also das scheint zu klappen. Biss auch auf der anderen Route. Oh, ich glaube, der ist weg, ne? Oder? Ist er weg? Ich glaube, der ist weg tatsächlich. Gucken wir gerade hier. Also hier ist er noch dran. Auf der 4, aber ich glaube... Achso, nee, das ist die, die ich habe, ne? Aber der 6er ist, glaube ich, tatsächlich weg. Aber kein... Ne, da ist er noch. Oder ist jetzt ein anderer? Gute Frage, ey. Das weiß ich halt nicht. Entweder er stand halt die ganze Zeit da und ich habe jetzt einen anderen dran. Oder aber... Also dieses... Na, Fisch wieder lost, ey. Das ist halt echt Mist, ne? Also das müssen sie auf jeden Fall noch in den Griff bekommen. Sonst mit der Bisserkennung gefällt mir sehr gut, dass man die jetzt hier auch dann tatsächlich akustisch signalisiert bekommt und vor allem auch optisch, weil die Routen sich halt biegen. Das war halt vorher definitiv deutlich schlimmer. Wir gucken mal, was wir jetzt auf der 6. drauf haben. Die andere Route hat sich wieder stillgelegt, ne? Die 5, einmal kurz gezogen, aber nicht mehr dieses Bait was lost. Das haben sie, glaube ich, tatsächlich ein bisschen runtergeschraubt. Also kann man da durchaus wahrscheinlich noch ein paar Fische fangen, auch wenn die Ruten halt dann vom Platz gezogen werden. So, hier haben wir mal wieder eine rausbekommen. Das ist wieder ein junger Karpfen, behalten wir natürlich. Und ab dafür, da kommt direkt der nächste wieder hier. Auch Frequenz ganz gut, ne? Muss man sagen. Frequenz läuft auf jeden Fall auch. Würden wir jetzt halt die Fische alle noch rausbekommen. Na, ist glaube ich noch dran, ne? Auf der 4. Wobei, er bimmelt nur noch so leicht. Ich glaube ehrlich gesagt, na, der ist weg. Der ist weg. Also man hat natürlich nicht unendlich Zeit, aber auf jeden Fall wird der Köder nicht mehr gefressen anscheinend. Und die meisten Fische, oder viele Fische haken sich zumindest selber so gefühlt.
Auf jeden Fall deutlich mehr als vorher. Ne? Das ist schon mal auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, noch ein bisschen Arbeit, bis es wirklich richtig funktioniert. Wie gesagt, dass die Fische da abfallen und so. Das ist halt, also kann in der Häufigkeit nicht sein. Ne? Das ist halt einfach zu häufig. Da müssten sie definitiv nochmal reingucken. Auch wenn sie das jetzt schon reduziert haben, aber da kommt halt nicht mal irgendwie eine Meldung oder so. Ne? Vor allem, du drillst die ganze Zeit und dann vorm Ufer fällt dir das mal ab. Ne? Das ist halt irgendwie nicht. Ach nee, das war die falsche Route, ne? Ups. Hab ich die Routen vertauscht? Nee, hab ich nicht. Hat er nicht. Ich wollte die nochmal hier reinholen und die mal eben neu auswerfen, auch in die Richtung der Fische, da wo sie hoffentlich stehen. Und da werden wir sie dann hoffentlich auch aus dem Teich bekommen. Also mal gespannt, was es die nächsten Tage da noch an Updates kommt. Dass sie dann vielleicht nicht mehr so häufig abfallen hier vom Haken. Das wäre auf jeden Fall ganz, ganz nett, ne? Wenn sie das noch anpassen könnten. Ansonsten muss ich mal hochleveln. Denn auch in Deutschland, am Baggersee, haben sie die Wahrscheinlichkeit für große Fische erhöht, glaube ich, für die Karpfen und so ein Gedöns. Da muss ich mal noch hochleveln. Das werde ich jetzt dann die nächsten Tage mal in Angriff nehmen. Wobei ich gerade leider in Atlas versunken bin. Ich bin gerade süchtig nach Atlas, muss ich sagen. deshalb zocke ich das die meiste Zeit. Aber das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Hab gehört, in Alaska soll es relativ zügig gehen mit dem Hochleveln. Also mal schauen, dass ich da irgendwie was. Oh, der wird abfallen, ne? Der bimmelt schon die ganze Zeit. Man kann halt auch nichts machen, ne? Ich frage, ob ich zu früh angeschlagen habe oder so. Aber dass du halt die ganze Zeit im Drill bist. Ja, und dann fällt er dir vor die Füße ab, ne? Das ist. Also, das hat auf jeden Fall noch nicht gefixt. Da müssen sie nochmal. Nochmal definitiv ran. So, haben wir die Route auch wieder in den Teich hier. Eine Trophy-Bubble bis jetzt. Sonst. Aber der erste war auch gut, den wir verloren haben. Ich weiß nicht genau, was das war. Ich habe nicht gesehen, ob es ein Karpfen war. Oder aber auch eine gute Barbe. Das habe ich nicht gesehen. Der war auf jeden Fall auch ein guter, ne? Den wir da als erstes dran hatten, der auch in die Bremse ging. Und den wir dann leider vor den Füßen verloren haben. Könnte vielleicht eine etwas größere Trophy-Bubble gewesen sein, die wir gefangen haben, weil sie relativ klein. Mit 2 Kilo. Wir hatten ja letztes Mal eine mit über 3, glaube ich sogar, ne? Insofern ist da natürlich nach oben noch ein bisschen was drin. Oder halt einzigartige, ne? Kann man auch mal fangen. Da kann man auf jeden Fall nächste. Ich warte mal gerade, bis sich vielleicht wirklich selber anschlägt. Oder aber warte ich jetzt zu lange, ist halt die Frage, ne? Ah, ne, da ist er wieder. Aber auch der bimmelt die ganze Zeit. Also länger warten. Scheint da auch nicht die Lösung zu sein. Ich weiß es nicht, ey. Keine Ahnung. Also das scheint noch nicht so wirklich zu funktionieren, leider. Schade, da hatte ich echt Hoffnung, dass das funktioniert. Weil das ist halt wirklich eins der nervigsten Bugs einfach, dass du halt die Fische verlierst. Ne? Du kriegst die Bisse hier. Gerade wenn du halt vielleicht eine beschränkte Beißzeit hast oder so. Ja, eine Barbe war's. Die wir da wirklich dann verlieren. Gerade wenn du halt wirklich eine beschränkte Beißzeit hast, vielleicht eine Stunde oder so oder was weiß ich. Wenn es halt mal nicht so gut läuft und du die Fische dann nur in einer bestimmten Zeit erwischt, je nach Wetterlage, und dann verlierst du halt die Hälfte der Fische oder mehr. Das ist natürlich dann blöd, um da irgendwie klarzukommen, ne? Links war auch noch ein bisschen an der Route, glaube ich. Ja. Aber auch der die ganze Zeit am Bimmeln. Auch den werden wir verlieren, ey. Auch den werden wir easy verlieren. Dass sie dann halt nicht dahin schon abfallen. Ich kann auch halt nicht nochmal nachanschlagen oder so. Gar nichts. Ja, und weg ist er. War ein junger Karpfen. Irgendwas Kleines auf jeden Fall. So. Zack. Und das soll mit Livebait noch schlimmer sein? Das geht ja schon fast gar nicht mehr, ey. Wir verlieren hier fast jeden Fisch, Mann. Ups, da habe ich einmal gekurbelt aus Versehen. Das können wir auf jeden Fall auch noch nachfixen, dass man die Routen irgendwie auch mit den Tasten dann ablegen kann. Das fehlt mir irgendwie so ein bisschen. Den könnten wir mal kriegen, tatsächlich. Das fehlt mir so ein bisschen, ne? Dass du halt wirklich immer
zu diesem Punkt gucken muss und die Route ablegen muss. Damit bewegst du halt auch den Köder, ziehst dann an der Routenspitze und so. Das könnte man definitiv auch irgendwie mit einer Tastenablage regeln, warum nicht einfach 1, 2, 3 oder halt da, wo du die Routen drauf hast. Aber gut, das wäre wahrscheinlich schwierig umzusetzen, müsstest du vorher quasi assignen, wo du das haben willst. Aber ja, also da kann man auf jeden Fall, glaube ich, noch was Besseres an den Tag bringen. So, hier eine neue Barbe mit 1,8 Kilo. Packen wir ein und hauen das Ding dann wieder in den Teich, sobald wir hier das Futter nachgefüllt haben. So. Und ab geht die Party. Ich glaube, in einer Woche kommt ja auch schon 8 Tour raus, ne? Ich glaube, in einer Woche kommt dann das neue Gewässer, aber gut, Level 48. Also werden wir so schnell nicht sehen, ne? Sehen wir mal realistisch, das werden wir so schnell nicht sehen. Level 48 muss halt auch erstmal werden. Da gibt es aber dann halt die einzigartigen Wälse und noch den Blugerstör. Aber mich reizt es erstmal wirklich Deutschland als nächstes, dass wir da irgendwann mal hinkommen. Und da dann Karpfen angeln, aber auch das wird noch ein bisschen dauern, wie gesagt. Da brauche ich auch noch ein paar Tage Zeit, vielleicht wird es mal. Ich weiß nicht, ob ich das in dem Jahr noch schaffe, ey. Mal gucken. Vielleicht nach Silvester erst. Dass wir dann da mal auf 42 leveln und dann da ein paar gute Fische hoffentlich an den Tag legen. Oder dann mal Karpfen angehen. Das auf jeden Fall mein Plan. Das hier war wirklich nur einfach so ein kurzer Check, inwiefern die Bugs behoben sind. Also bisher auf jeden Fall von der Erkennbarkeit her. Im Autohaken tatsächlich besser. Hier kommt wieder der nächste Biss. Wir warten mal, ob der sich auch selber hakt und dann bemerkbar macht. Klar, die ziehen natürlich erstmal ab, ja, und dann kommt er halt, ne? Oh, schöner Fisch und den verlieren wir, ey. Wenn du halt schon merkst, dass du einen schönen Fisch dran hast und du weißt, dass du ihn verlieren wirst, ne? Das ist halt so traurig einfach. Das ist so fucking traurig, wenn du weißt, dass du den verlierst, ey. Da hakt sich auch der nächste. Oh Mann, ey, wie er in der Bremse geht, ey. Schöner Fisch. Mal gucken, ob wir ihn wenigstens zu Gesicht bekommen, was das für einer ist, bevor er dann wieder in Freiheit geht. Da haben wir ihn kurz gesehen, aber ich hab's nicht genau erkannt. Das könnte ein Barbel sein, ne? Ist ein bisschen dunkler als ein Karpfen. War, glaube ich, eine richtig gute Barbe, ey. Ich habe es nicht genau erkannt, aber ich glaube, es war eine richtig gute Barbe. Das ist halt so schade einfach, ne? Wenn du solche Fische dann einfach verlierst, ey. So, mal gucken, ob wir den hier bekommen. Okay, ne, der ist Köder ab, da war ich zu langsam. Gut, der war jetzt halt auch etwas länger dran, ne? Da war ich jetzt halt auch die ganze Zeit beschäftigt. Aber der eine, der könnte sogar. Uff, ey. Wenn es eine Barbe, könnte sogar einzigartig gewesen sein. Die war schon nicht schlecht, ne? Ich hab's nicht genau erkannt, ob es eine Barbe oder ein Karpfen war. Könnte auch ein guter Karpfen gewesen sein. Aber ich glaube, es war ein bisschen dunkler. Müsste ich mir nochmal hinterher angucken, ne? Im Stopp. Ihr habt halt die Möglichkeit, auf Stopp zu drücken. Auf Pause. Da könnt ihr euch das nochmal genau angucken, wenn der Fisch da vom Ufer einmal kurz auftaucht. Aber. Sah nach einer sehr guten Barbe aus. Und das halt einfach so ärgerlich, ne? Wenn du schon weißt, dass du den Fisch verlieren wirst, ey. Schade. Schade, Marmelade. Bringt der hinterher leider nicht weiter, ne? Die Route hau ich mal auch mal eben in den tiefen Bereich wieder. Die hat der Fisch da rausgezogen. Und da kam er wieder nicht hinterher, ne? Weil da war ich auch langsam, muss ich sagen. Ich hätte natürlich auch erst die Route wegpacken können, die eine, anstatt die jetzt auszuwerfen. Hätten wir den Sechser vielleicht noch gehakt. Den hätten wir vielleicht noch erwischen können, tatsächlich. So. Gut, dann sind wir da im Wasser. Gott, jetzt findet man die. Okay, die 4 beißt. Jetzt finden wir die entsprechenden Schnüre. Ich warte noch kurz. Ja, da hakt er sich wieder. Auch ein guter, den wir verlieren.
auch ein guter, den wir verlieren. Das ist so fucking... Oh, das ist ein richtig guter. Wir hätten echt gute Fische gefangen, ne? Die Trophy-Barbe, die normale Barbe, auch gerade die Barbe, die erste, die wir verloren haben. Und der hier noch dazu. Also sind schon schöne Fische, die wir haben, aber wir verlieren sie einfach alle durch diesen Bug, ne? War, glaube ich, ein Karpfen, der war nicht mal so gut. Und dann kommen eben Futter nachfüllen, dann können wir hier eben uns um die andere Route kümmern. Mal gucken, ob da noch was drauf ist. Ah, den kriegen wir. Und dann ist wieder so ein kleiner, weißt du? Das ist halt wieder so ein Winzling, ne? Die ganzen guten Fische verlieren wir. Und hier den Winzling, den kriegen wir raus, ey. Das ist verhext, ne? Da kommt auch der Biss auf der Maisroute, also frequenzmäßig echt gut, Mann. Frequenzmäßig kannst du da nicht meckern. Junge Karpfen. Oh, die biegt sich aber weit, oder? Lord hat losgelassen, ey. Da hat er losgelassen, der Hund. Ah, schade, Mann, ey. Der sah nicht so schlecht aus, ne? Vom Grad der Biegung her sah er eigentlich ganz, ganz nett aus. Aber ich denke, das sollte erstmal gewesen sein, oder? Also, das müssen sie auf jeden Fall noch nachfixen, ne? Auch wenn sie da geschrieben haben, irgendwas wurde da gefixt, aber das mit Sicherheit nicht. Also, das wurde mit Sicherheit nicht gefixt. Wir haben genauso viele Fische verloren wie vorher. Also, das scheint noch nicht so zu laufen. Das soll es also vom ersten Test gewesen sein. Ich guck mal, ob ich vielleicht die Rapfen finde, dass wir die im nächsten Video machen. Oder ob wir irgendwas anderes machen. Ich weiß noch nicht genau, was wir angeln gehen. Vielleicht auch Zander auf Köderfisch. Aber Köderfisch soll halt noch verbuggter sein, ne? Aber gut, wir können es versuchen, weil das ist ja auch verbuggt hier. Mal gucken, was wir im nächsten Video dann anstellen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann auf jeden Fall Däumchen nach oben. Würde ich mich sehr darüber freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.